Hallo, ich bin's Angela. Angela Mitsch. Es wird gern Angela gesagt. Angela Cooper von der Qigong Akademie Cooper in Wien. www.qi.at, Qi.at. Ich möchte dir heute drei Übungen vorstellen, die dich unterstützen, in wenigen Sekunden ganz wach und konzentriert zu sein und auch Energie zu tanken. Wenn du magst, mach gleich mit. Dazu einfach ganz normal natürlich stehen, so die Füße hüftbreit. Du kannst auch sitzen, wenn dir das angenehmer ist. Und die erste Übung beginnt so, dass du da beim Handgelenk reibst. Das sind alles kleine Qigong-Übungen, die auf der Wirkungsweise der TCM basieren, der traditionell chinesischen Medizin. Und laut TCM sind hier ganz viel wichtige Akupunkturpunkte, das wirklich ein Akupunkturpunkt-Sammelplatz, könnte man sagen. Und die TCM geht auch davon aus, dass hier bei den Handgelenken leicht Blockaden entstehen und dass dann die Lebensenergie nicht so leicht durchfließt. In der TCM nennt man diese Energie Qi, Qi eben geschrieben bei uns. Und wenn diese Energie ins Fließen kommt, dann bist du in kurzer Zeit wach und voller Energie und konzentriert. Diese Übung kannst du erweitern, indem du dann hier, was dir von außen sozusagen die Beeinflussung, jetzt kannst du die auch von innen beeinflussen, indem du die Handgelenke kreist. Einfach kleine Kreise beschreiben, die Finger durchbewegen, die Handgelenke. Das kannst du in jede Richtung, nach oben, nach unten. Das ist egal, einfach. Es geht um diese Bewegung in den Handgelenken, in alle Richtungen. Schaut dann ein bisschen fast wie Flamenco aus, vielleicht. Einfach durchbewegen. Diese Übungen kannst du immer wieder zwischendurch ausführen, zum Beispiel wenn du am Schreibtisch sitzt, wenn du viel am Computer bist zum Beispiel oder auch gleich in der Früh. Ich mache diese Übungen am liebsten, bevor ich aufstehe, um wach zu werden. Einfach die Handgelenke gut durchbewegen in den verschiedensten Richtungen. Solange du dazu Lust hast, gerne auch länger als ich jetzt. Und dann kommen wir ja zur zweiten Übung dazu, mit den Fingern so eine Schere bilden und dann beim Ohr auf- und abreiben. Das heißt, du nimmst das Ohr so zwischen die Finger, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und reibst auf und ab. Und in der TCM sagt man, diese Massage der Ohren wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Kannst mir gerne in den Kommentar schreiben, ob du das auch so empfindest oder anders. Und ich werde da immer sofort ganz, ganz wach. Die dritte Übung: die Finger ineinander verschränken. So. Und dann nach oben bringen. Du kannst es so sehen. Und weit strecken nach oben. Du kannst auch so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen durchbewegen. Nach oben, zur Seite, die Schultern heben, wieder senken, durchbewegen. Und dann wieder weit nach oben strecken und dann die Arme einfach ausbreiten. Einmal oder wenn du Lust hast, auch mehrmals, einfach die Hände nach oben bringen und dann wieder nach unten. Wenn du magst, vielleicht noch einmal die Hände verschränkt nach oben bringen und wieder nach unten. Und auch hier werden laut TCM wichtige Akupunkturpunkte angesprochen und die Meridiane. Viel Freude mit den Übungen. Wenn du Lust hast auf weitere Übungen, freue ich mich, wenn du vorbeischaust auf www.qi.at. Da findest du viele kleine Qigong-Übungen und TCM-Tipps. Wenn du Lust hast auf ein bisschen komplexere Übungen, dann freue ich mich, wenn du vielleicht mal bei einem Seminar vorbeischaust oder womöglich sogar bei einer meiner Qigong-Ausbildungen. Die gibt es in Wien, im Waldviertel und in Deutschland, in Jena. Wie gesagt, den Link zu weiteren Übungen findest du unten und ich werde dann auch noch einen weiteren Link dazu stellen mit einem Rücken-Qigong-Video, wo du eine ganze Serie, eine Wirbelsäulen-Qigong-Serie dann findest. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und liebe Grüße aus Wien. Ich bin's Angela. Ciao, alles Liebe. Und ich freue mich über Kommentare natürlich. Und wenn du mir
einfach was reinschreibst, dann werde ich das auch beantworten gerne. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du das Video teilst, falls es dir gefällt. Alles Liebe, ciao.